Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Bus-Simulator 21 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ja, wir sind mal wieder hier im strömenden Regen unterwegs und hängen jetzt im, glaube ich, 5. Fahrt noch immer an der Mission mit Golden Island. Einerseits soll die Insel auf Stufe 3 verbessert werden. Andererseits müssen wir mit dem Erdgasbus eine Route abfahren, wo die Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend liegen. Da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut und zwar kommen dafür nicht wie gedacht die Route 5, sondern die Route 4, 2 und 1 in Betracht. Wahrscheinlich wird das dann Route 1 sein. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal weiter darum, dass die Insel... dass wir dort erstmal die Haltestellen weiter aufleveln. Und da hatte ich euch ja im letzten Part gesagt, wie ich das hier mal versuche, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen, wie ich das machen möchte. Und zwar, einerseits möchte ich mal... Hier in 97 Minuten kommt der Bus, der scheint also nicht so oft zu fahren. Wieso fährt denn der jetzt hier? Okay, na gut, ist auch egal. Oh, hallo Chef. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Nee, mach du das mal bitte. Okay, so, kann ich jetzt die Haltestelle ausbauen? Hier stand doch schon gerade irgendwas. Nee, kann ich noch nicht so. Das heißt, ich werde jetzt immer hier an dieser Haltestelle... versuchen... So, Absenkung nach oben. Also, ich werde jetzt immer versuchen, nur die Haltestellen jetzt auf der Insel, entlang der Insel abzufahren. So, dass wir die Insel jetzt endlich mal hier aufgelevelt bekommen. Wir haben ja letztens schon damit angefangen. Da sind wir ja die komplette Linie jeweils immer abgefahren in den letzten drei Parts. Problem an der Sache ist aber, weil ich dachte, da muss man morgens und abends fahren. Das ist es aber nicht, sondern man muss eine Linie abfahren mit dem Erdgasbus-Team morgens und abends jeweils ihre Hauptverkehrszeiten hat. Und das ist bei der Linie hier leider nicht der Fall, sondern die hat lediglich morgens ihre Hauptverkehrszeit, aber nicht abends. Ich hoffe, dass abends richtig interpretiert ist zwischen 14 und 19 Uhr und nicht, dass die damit nachts meinen. Weil da habe ich nämlich gar keine Linie, wo die Hauptverkehrszeit nachts und morgens ist. Aber ich glaube, da meinen die dann so zwischen 19 und... ja. So. Okay, so, dann das runter. Fahrgäste einsteigen lassen. Und die Frage ist natürlich... Hi. Wie gut kann die Haltestelle ausgebaut werden? Eine Fahrkarte, bitte. So, eine Fahrkarte, ein Seniorenticket für den Herren. Einen, so, danke. Dann hier, 24 Euro. So ein schöner Tag. Studententicket, einfache Fahrt. Das machen wir doch glatt für Sie. Ja, wie gesagt, ich habe ja letztens schon so ein bisschen mein aktuelles Feedback zu dem Spiel bekannt gegeben. Nämlich, das ist doch eher... ich finde es so ein bisschen unausgewogen, diesen Karrieremodus, weil er ist jetzt gerade wirklich in der Bar. Ich habe neulich mit Spring of Affection. Wir sind jetzt ja wirklich gerade in der. Jetzt endlich dem den Punkt. Aufstand darum. Hätte das nur wieder lauter. Wir sind jetzt echt gerade an dem Punkt, wo ich der Meinung bin, dass es wirklich fast anfängt, langweilig zu werden. Also, so leid mir das tut, sagen zu müssen, aber. An dem Punkt kommen wir jetzt so langsam. Wir sind übrigens auch hier mit dem Kraftstofffahrzeug jetzt unterwegs. Das scheint jetzt hier nicht so das Problem zu sein. Ich glaube, wir sollen die Insel aufleveln. Mit welchen Fahrzeugen ist ja, glaube ich, dann doch eher egal. So, naja, fahren wir nochmal die Strecke ein Stückchen weiter ab. Wie gesagt, ich hoffe, dass damit abends wirklich... sozusagen war zwischen 17 und 19 Uhr die Zeit gemeint ist. Aber das werden wir ja dann auf der Linie 1 sehen. So, jetzt kommen die hier von der Autobahn runter. Jetzt müssen die sich hier noch einfädeln. Ich habe gerade mein Auto verkauft, weil es so viel bequemer ist, mit dem Bus zu fahren. Ja, dann... ich drehe am Zeiger jeden Part die letzte Zeit. Das ist halt einfach, weil es einfach zu ermüdend wird, zu sehr Routine ist. Hab ich eine Fahrkarte gekauft? Und genau deswegen passiert das, der ganze Terz hier nämlich gerade... Genau deswegen passiert nämlich dieser blöde Terz, dass wir ständig Wartungskosten haben. Wie gesagt, so wie Leute, also ich weiß nicht, wie lange ich dieses Let's Play hier noch weitermache, weil wenn das immer solche Missionen sind, wo du gefühlt wirklich eine Ewigkeit brauchst, dann weiß ich nicht. Also da geht zumindest bei mir der Spielspaß irgendwann verloren. Ich meine, Level 2 der Insel hätte doch gereicht, das haben wir nämlich schon lange. So, absenken, einsteigen, aussteigen lassen. So, sind wir gleich beim nächsten Zahltag. Zumindest Zahltag geht jetzt deutlich schneller. So, der nächste braucht hier wieder eine Fahrkarte. Tageskarte. 1, 1, 1, 1, 1. So, wunderbar.
Demnächst auch wieder Seniorenticket. Einfache Fahrt. So, das passt. Und noch jemand, der eine Karte braucht. Und zwar hier. So. Viele, die hier ein- und aussteigen. Das ist wirklich so. Das ist gar nicht so leicht, den Frühstücksspeck perfekt hinzubekommen. Also ich selber habe Jahre dafür gebraucht. Ja, die Stimme sagt euch doch, glaube ich, allen was. Ein sehr bekannter Let's Player, den ihr da gerade gehört habt. Einer der größten, wenn nicht sogar der größte Let's Player in Deutschland. Der größte YouTube-Kanal. So, jetzt muss wieder einer aussteigen. So, davon kommt dann schon die nächste Haltestelle. Wie gesagt, wir fahren ja einmal hier eine riesengroße Runde durch diesen Park. Da sind schon die nächsten Leute, die mit einsteigen wollen, ein- und aussteigen wollen. Ja, kriegen wir wieder mal 3 positive Errungenschaften. Ich glaube, bei der nächsten haben wir schon wieder Zahltag. So, Fahrkarte. Normale Fahrt, einfache Fahrt. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wunderbar. Ich möchte mehr. Und nochmal ein Seniorenticket und zwar 2 Einzelkarten. Nein, ich gebe das falsche Geld zurück. Die immer alle so groß sein. Ja, einige. So, 1, 2, 3. Sie kriegen 1, 2. Das ist einfach so betriebsblind, was wir jetzt hier machen. So. Das macht ja wieder einer Party. Na, da können wir gleich die Fahrkarten kontrollieren. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist meine Fahrkarte. Was? Einer war erwischt. Dieser Zauberer sollte mich unsichtbar machen. Was? Ja, das ist auch ein toller Spruch mit dem Zauberer. Ah ja. Ich habe damals 1898 eine lebensmutige. Ach so, jetzt kriege ich wieder einen Anranzer, weil ich den ignoriert habe. So, okay, dann haben wir sie alle. Gut. Hier ist sie nochmal. Gut, okay. So, dann kann es weitergehen für uns. Habe ich genug Proviant für meine Wanderung? Und zwar zur nächsten Haltestelle und da werden wir dann schon wieder wechseln. So, jetzt geht's also erstmal wieder zurück zur Auffahrt hier. Was ist denn hier ein Verkehr? Was ist denn hier los? Schaut mal, was hier für ein Verkehr ist. Also kann sein, dass ich versehentlich diesen Bus jetzt hier der Route zugewiesen habe. Muss natürlich nochmal rückgängig machen. So. Vielleicht kann man da auch wieder so ein bisschen tricksen, dass wir quasi den Bus zu den Hauptverkehrszeiten schon einsetzen, den Erdgasbus auf einer anderen Linie. Und dann kurz vor knapp dann einfach nur übernehmen, dass das dann quasi schon als als übernommen zählt. Das können wir natürlich auch machen. Das können wir mal probieren, dass wir einfach mal so ein bisschen tricksen, damit das hier nicht immer so ewig lang dauert. Weil ich möchte auch ein bisschen wissen, wie der Karrieremodus hier weitergeht und nicht ewig und 3 Tage an derselben Mission hängen. Weil ich glaube, bei dieser Nachtlinienfahrt ging das doch. Und bei dieser Abfahren, da sollen wir ja nichts aufleveln, weil das Aufleveln der Haltestellen, das können ja, wie schon erwähnt, das können ja nur wir als Spielerin oder als Spieler machen. Aber, so. Das kann leider die KI nicht machen. So. Gut, dann brauchen wir einmal die Rolli-Rampe. Und da sehen wir einmal die Haltestellen abfahren. Und natürlich wieder relativ viel gemacht. Achso, das ist noch vom letzten Mal mit dem Bordstein. Wie viel Kohle kriegen wir? Wir kriegen, ja, 4,5 Sterne, aber nur 20.000. Haben wir nicht so viel eingenommen. So, gut. Fahrkarte willst du haben. So, und zwar eine Wochenkarte. 1, 2, 3, 4. Was haben wir noch? Sie wollen auch noch eine Karte, Tageskarte 1, 1, 1, 1. So, wunderbar. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. 3 Tageskarten, was wollen Sie denn mit 3 Tageskarten? Ich habe doch die Rampe ausgefahren. Ist doch ausgefahren, die Rampe, oder? Jetzt aber. Okay. Und dann stehen wir auf. Und lassen den Bus
von jemand anderem hier übernehmen. Und werden uns dann wieder zum Touristzentrum begeben. Na komm, so, und da ist eine andere Fahrerin drinne und wir gehen jetzt hier einfach nochmal zurück als Schnellreise, und zwar hier hin, um die Haltestellen weiter abzufahren. Ich hoffe, das funktioniert so. Jetzt können wir mal gucken, ob das trotzdem gezählt hat. Ja, okay, das scheint so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. So, der nächste... Ach so. Hier drüben müssen wir ja warten, stimmt. Hier drüben müssen wir warten. So, und da kommt der nächste in 13 Minuten. Das ist wieder dieser Bus. Okay. So. Eine Pause. Super. Na, vielleicht kann man ja doch tricksen. So, also, dann Türen wieder zu. Und dann werden wir die nächsten Haltestellen abfahren. Na, da fahr halt vor, wenn du es so eilig hast, Kollege. Und werden die restlichen hier nochmal abfahren. Diese Haupthaltestelle, die können wir natürlich dann nicht auf Stufe 3 aufleveln. Die müsste ja sogar schon auf Stufe 3 sein. So. Denn dann müssen wir jetzt einfach hier mal ein bisschen mit Tricks arbeiten. Hätten wir natürlich auch in den vergangenen Parts schon machen können. Aber da dachte ich ja wirklich, du musst das einmal früh und einmal abends abfahren. Aber logisch, da kann man auch tricksen mit dem ganzen Zeitspulen und den Bus vielleicht an der letzten oder vorletzten Haltestelle übernehmen. Das ist doch eine Variante. Also da müssen wir heute einfach mal so ein bisschen tricksen, damit dieses Let's Play nicht allzu langweilig wird. So. Gut, dann absenken. Und dann können wir diese erste Haltestelle hier auf Stufe 3 ausbauen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, kannst du. Kannst du. 1, 2, 1. Da haben wir's. Bitteschön. Ich brauche eine Fahrkarte. Normal. Wochenkarte. Halt, zurück. Wochenkarte. 2 Euro zurück, der Herr. Ich liebe die Sonne. Der nächste will eine normale Karte, einfache Fahrt, und kriegt zurück 7,80 €. Danke. So. Und dann geht's für uns wieder weiter. So, also, West Coast, das nächste. So, wo ist denn du jetzt hier hin? Achso, hier ist ja wieder diese Fädelung, ob wir jetzt im Park bleiben oder wieder auf die Autobahn fahren. Oh, hier ist aber ganz schöner Stau in die Gegenrichtung. Krasse Sache. Seht ihr mal, was hier los ist in diesem Naturschutzgebiet? Sollten die Leute dann doch eher mit dem Bus hinfahren? Okay, da sieht man die Schatten von den Autos auf der Brücke. Oh, krass. So, hier kommt man ja auch von der Autobahn runter. Also hier gibt es mehrere Zufahrtsstellen, so wie das Ganze aussieht. Ich bin ja auch sehr gespannt, falls wir das Let's Play soweit spielen, wie das Ganze mit den anderen Stadtteilen aussieht. So. Okay, dann machen wir das Ganze einfach so. So, dann hier Tür auf, und da können wir nämlich hier die nächste Haltestelle ausbauen. Das könnte wirklich so klappen, wie ich mir das vorstelle. Wir hätten vielleicht an Haltestelle eher starten sollen, um das dann komplett zu machen. Einfache Fahrt. So, ein Seniorenticket, einfache Fahrt für unseren Herren. Danke. Von mir. Oh, Mann, dass die Leute sich nicht übernehmen können, ne? Dass die sich nicht benehmen können, die Leute. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. So. Weiter geht's. Gut, dann geht's hier drüben zur nächsten Haltestelle weiter. Also es ist schon mal gut. Dann haben wir nämlich diesen Teil der Mission schon abgeschlossen. Jetzt will ich aber überlegen, ob ich euch wirklich diese ganzen 4-5 Parts vorher zeige oder ob man da mal die 2 auslässt, die da relativ eigentlich dann fast schon sinnfrei sind.
Türen auf. Da können wir nämlich auch diese Haltestelle ausbauen. Also da muss ich schon 2-3 Mal abgefahren sein. So, dann ist diese auf 3 und die vordere auch. Und dann könnte das Ganze schon reichen. So, dann haben wir das, die Wochenkarte einmal. Die Zahlen passen. Das freut mich doch sehr, mein lieber Herr. Studenten. Eine einfache Fahrt, 2 Stück. Da kriegen sie 1,40 Euro wieder. So. Schau mal, wie viele Leute hier mit wollen. Das ist doch Wahnsinn. So, 1, 2, 3. So. Und dann. Achso, die Rampe muss noch eingezogen werden. Und hier ist auch so eine Stelle, wo ich ganz gerne mal Fußgänger anfahre. Deswegen werden wir ja mal warten. So, und dann geht's weiter zur nächsten. Und vielleicht haben wir dieses Ziel dann sogar schon geschafft. Und dann müssen wir, können wir uns vielleicht in diesem Part gleich um das nächste kümmern. Nämlich diese Linie in den Morgen- und Abendstunden abfahren. Jetzt stehen wir ja auch im Stau. Na super. Gut, dann also. Ach so, weil das in Einfädelung ist. Aber da kann ich. Ach so, das ist ja auch so eine Sache. Ich habe es auch schon mal, glaube ich, erwähnt. Kam in einem späteren Update mal raus. Wurde ja auch mittlerweile aktualisiert. Gut. Oh, Junge. Doch gesehen haben, dass ihr Auto kommt. Also ich hätte, wäre ich jetzt nicht auf die Seite gefahren, hätte man wieder mal 20.000 Euro Strafe zahlen müssen. Und davon haben wir den nächsten. Fährt sich auch mit dem Bus hier, muss ich sagen, so ein bisschen einfacher. Ich würde gerne mal wieder zu einem Konzert gehen. Der Sound da ist einfach so viel besser. So, und dann kommt hier die letzte Haltestelle. Das ist die Frage, ob das jetzt schon reicht. Das müsste doch reichen, um diese komplette Insel auf Stufe 3 aufzubessern. Da müssten wir doch normalerweise jetzt hier erreicht haben. So, diese Haltestelle kann ausgebaut werden. Und zwar genau jetzt. Das haben wir immer noch nicht geschafft. Eine Fahrkarte bitte. So, die kann eben noch nicht ausgebaut werden, aber die sind doch alle Stufe 3. 3. Oh, warte, wir machen jetzt erstmal den Verkauf weiter. Da müssen wir das eben noch ein bisschen anders lösen. So, dann ist, jetzt ein Kollege. Ja, scheint hier mal drinnen zu sein. Okay. Gut, also Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3. Muss ich jetzt wirklich diese andere hier noch auf Stufe 3 bringen? Okay, dann machen wir das eben ganz anders mit der Linie. Da gehen wir hier einmal. Welche ist denn das? South Regatta. Gehen wir hier einmal hin. Müssen wir halt eben nochmal zu diesem Tourist Center fahren. Also das ist so ein... Ja. Aber gewusst wie, würde ich mal sagen. So, Linie 2, warten. So, Linie 2, warten. Linie 2 warten, Linie 2 warten, Linie 2 warten. Okay, dann sind wir hier falsch. Dann gehen wir mal hier hin. Regatta in Chatty. Halt, ich will mit, ich will hier. Das ist doch, das ist auch die Linie. Ja! So, dann also fahren wir einmal nochmal zu diesem Touristzentrum. Um diese Haltestelle da auch. South Regatta und da wurde mit der Bus nicht angezeigt. Oder na gut, weil der wahrscheinlich nur sehr, sehr selten fährt. Der Fahrgast kann gleich aussteigen, der Gute. So, jetzt kann diese Haltestelle schon wieder ausgebaut werden auf Stufe 4. So, wunderbar. Der will eine Fahrkarte. So, 1, 2 und die 20 Cent. Sehr gut. So. Wie soll ich denn schon wieder die Fahrerkabine verlassen? Das ist doch Quatsch. So, 1, 2. So, dann kontrollieren wir doch nochmal. Hier, Fahrkarte, Karte, Karte.
Ach ja, meinen Kollegen kontrolliert, klar, der selber gerade gefahren ist. Ich dachte, ich eine erwischt. Nicht hinsetzen, so, sondern... Hier, bitte. So, und damit? Ich kann meine Fahrkarte nirgends finden. Okay. Augenblick. Da. Hier, bitte. So, gut. Dann Tür zu. Absenkung hoch. Und dann geht's weiter Richtung Touristenzentrum. Und dann haben wir alles auf 3 auf der Insel aufgelevelt. Dann muss das funktionieren. Wenn wir da alles 3 so bei der Insel... auf Höchststand bringen, dann muss das Ganze normalerweise jetzt auch funktionieren. Auf jeden Fall ging das jetzt erheblich schneller, wenn man da so ein bisschen versucht zu tricksen. Natürlich, das fährst du ja wirklich ewig. So, auch ein Wunder, überrascht mich auch sehr positiv, dass wir hier nicht blinken müssen bei den Ausfahrten. Geht's einmal wieder rüber. Und die Brücke. Wie oft sind wir die Linie letztens schon? Das ist, glaube ich, das 4. oder 5. Mal, dass wir die jetzt hier komplett abfahren. Hallo? Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwählt. Okay. Ja, tschüss. So, dann müssen wir also einmal nochmal hier anhalten, um auch hier diese Haltestelle auch nochmal aufzuwerten. Also krass, dass man wirklich hier jedes Mal... So, und da können wir die aufbauen. Dann müssten wir das doch normalerweise abgeschlossen haben. Jawohl! So, und da fehlt jetzt nur noch das mit dem Erdgasbus, dass wir den irgendwo einsetzen sollen. Der, also einmal morgens, einmal abends. So. Und dann habe ich so eine kleine Idee, die dahinter steckt. Wie wir das Ganze machen können. Das können wir jetzt noch ausprobieren. Da machen wir heute noch mal so ein bisschen länger. So, lassen den Bus erstmal hier übernehmen. Von einem Kollegen. So, wunderbar. Und dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, dass der Erdgasbus auf so einer Linie eingesetzt wird. So, und hier, hier nehmen wir zum Beispiel Hauptverkehrsfahrzeug und dann nehmen wir doch gleich unseren Erdgas. Hauptverkehrs sind nur unter Hauptverkehrszeit in Betrieb. So, super. Okay, das haben wir gemacht. Und wo hält denn überall die Linie 1? Man kann man doch sagen, wir gehen hier Jetty Drive. Wo ist der denn? Jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier ist der Jetty. Ne, warte mal. Wo fährt der hin? Haltestelle 9. Wo ist die? Haltestelle 7. Okay, hier oben müssen wir uns hinbeamen. Okay, alles klar. So, alles klar. So, Moment hier, Jetty. Ach, das ist wieder blöd zu orientieren. So, hier, ah, hier ist die Dings und hier ist der... Wo war das jetzt hier? Genau, und hier war der Jetty Drive. Nee, Jetty Drive war hier. Ach, das ist... Ah, da kannst du dich da wieder nicht hinbeamen, wenn du da bist. Das ist wirklich... Also, wo war der Jetty Drive? Hier, die war das, okay. Also müssen wir uns hier in diese Straße hinbeamen. Dann die Zeit vorspulen. Genau, Linie 1. So. Jetzt aber. Ach ne, 188 Minuten. Das, ach so, weil der nur zur Hauptverkehrszeit fährt. So. Welche Zeit haben wir jetzt? Wie spät ist das jetzt überhaupt? So in den Morgens-, Abendstunden? Ich habe keine Ahnung. Ah, du kommst mit? Da fahren wir. Ja, ja, ich komme mit. Hast du richtig erkannt, mein Guter? So, und dann gucken wir mal. Da ist doch gleich das nächste die Endhaltestelle normalerweise. Hä? Oder wie geht's jetzt so weiter? Was ist das Ziel des Busses? Jetty Drive. Das heißt, es ist gleich die Endstation. Okay. Der war ja relativ in der Innenstadt. Das ist ja auch eine der allerersten Haltestellen, die wir angebunden haben. Aber wir fahren doch Hauptverkehrszeit in Abendstunden. Ich weiß es nicht so genau. Das jetzt so hier richtig machen. Jetty Drive. Endstation. Bitte alle aussteigen. So, einmal.
Und dann, also 14.14 Uhr. Ah, das ist doch relativ. Wir sind doch nicht abends geworden. Jetzt haben wir das geschafft. Ja. Busunternehmen profitieren. Jawohl. Die Leute jetzt gern dorthin, weil sie es können. Ihr seht, man muss bei diesem Spiel wirklich tricksen. Neues Ufer ist das nächste Kapitel. Und wie es im nächsten Part weitergeht, das erfahren wir dann später in einem weiteren Video. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr da wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.